Herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. Ursprünglich wollte ich heute ein Video zum Fortnite Update hochladen, allerdings kam kein Fortnite Update, deshalb muss ich heute ein anderes Video machen und deshalb werde ich heute ein Video über meinen Discord machen. Dort gibt es wieder eine Menge neuer Updates, außerdem hatte ich den Discord hier in meinen Videos bereits noch gar nicht vorgestellt. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, außerdem würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr einen netten Kommentar für den Algorithmus sowie natürlich eine Bewertung unter dem Video da lasst. Bevor wir uns allerdings gleich den Discord anschauen, gibt es als erstes mal eine kurze Ankündigung, und zwar wisst ihr sicherlich, dass ich für die nächste Woche jetzt im Urlaub bin und dort hatte ich auch die eine oder andere Umfrage zu gemacht, wann die Videos hochgeladen werden sollen und die Videos werden jetzt tatsächlich täglich um 6.30 Uhr während der Woche und um 12 Uhr am Wochenende hochgeladen. Dafür habt ihr abgestimmt, also werden die jetzt am Freitag, Montag, Dienstag und Mittwoch um 6.30 Uhr hochgeladen werden und am Samstag und Sonntag um 12 Uhr. Das heißt, dort könnt ihr natürlich instant dann immer vorbeischauen und lasst natürlich gerne auch unter den ganzen Videos dort immer schöne Kommentare für den Algorithmus da. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen, wenn ihr mich dort schön supportet. Ich habe es tatsächlich geschafft, für jeden einzelnen Tag ein Video zu machen. Bin ich sehr, sehr proud auf mich. Ich hatte es vorher noch nie geschafft, dass ich wirklich für jeden Tag ein Video hochgeladen hatte. Ich würde sagen, wir reden allerdings gar nicht mehr lange drumherum, sondern schauen uns als erstes mal direkt den Discord an. Und zwar ist das Ganze so aufgebaut, dass, falls ihr hier joinen solltet, ihr in dem Willkommens-Channel landet. Früher war das mal mein Main-Channel, jetzt sind das tatsächlich hier nur noch die Willkommensbenachrichtigungen. Das heißt, jeder, der hier auf den Discord joint, wird als erstes hier im Prinzip mit so einer Willkommensnachricht begrüßt und dadurch können auch alle anderen Mitglieder hier auf dem Discord sehen, wer alles neu drauf ist. Und falls ihr jetzt beitreten wollt, könnt ihr gerne einen Link in der Videobeschreibung auschecken, werde ich wahrscheinlich sogar als ersten Link machen, wenn ich es nicht vergesse. Auf jeden Fall sind da ansonsten auch immer alle anderen Social Media Links in der Videobeschreibung drin, müsst ihr einfach immer etwas runter scrollen. Dann solltet ihr es relativ früh schon sehen können. Auf jeden Fall spawnt ihr, wie gesagt, hier in diesem Channel. Darüber könnt dann auch direkt die Server-Stats sehen, das heißt zum einen einmal den User-Count und dann den Bot-Count. Das heißt, hier könnt ihr sehen, wie viele Benutzer und wie viele Bots auf dem Server drauf sind. Zurzeit 2 Bots und 29 User insgesamt. An der Seite könnt ihr dann hier auch die ganzen Rollen sehen, das heißt, ihr könnt sehen, wie viele Admins online sind. Dann haben wir zusätzlich neben den Admins natürlich noch die Rollen einmal Mod, Ehrenmitglieder und Online. Online sind immer die meisten Leute, es gibt ein paar Mods eben hier auch und ein paar Ehrenmitglieder. Ehrenmitglieder sind im Prinzip einfach Homies so ein bisschen. Und Leute, die immer schon wirklich sehr, sehr lange dabei sind, die sind Ehrenmitglieder und ansonsten sind immer halt alle im ganz normalen Online-Status. Ansonsten gibt es natürlich noch die Bots, die sind allerdings irrelevant. Hier könnt ihr aber auf jeden Fall dann sehen, wer alles gerade online ist und darunter natürlich, wer alles offline ist. Zusammengefasst, allerdings alle, die hier sind, werden dann dort links bei den Server-Stats angezeigt. Darunter könnt ihr dann auch chatten. Im allgemeinen Chat ist das der ganz normale Chat, wo ihr über alles reden könnt. Wenn ihr Mitspieler suchen wollt oder so, geht das auf jeden Fall hier. Wenn ihr mich anschreiben wollt, wäre auf jeden Fall hier auch die beste Chance dafür. Ansonsten könnt ihr mir natürlich eine Notiz schreiben. Hier drunter einfach einmal dann, wo Notiz steht, könnt ihr mir eine Notiz schreiben. Allerdings ist es manchmal einfach entspannter, wenn ihr das hier rüber macht, weil wenn ich dann wieder Mitspieler suche und das dann immer mitten dazwischen irgendwo landet, dann sehe ich das immer nicht so schnell. Und deshalb, wenn ihr das hier ran schreibt, dann werde ich das auf jeden Fall sehen. Ansonsten haben wir da drunter auch noch einen besonderen Channel, und zwar die PC-Konfiguration. Das ist so in letzter Zeit eigentlich so ein Hauptelement meines Streams auch teilweise geworden, weil wir relativ häufig tatsächlich das Ganze machen. Das heißt, ich stelle dann manchmal immer PCs für Zuschauer zusammen. Das heißt, falls ihr irgendeinen Wunsch habt, dann schreibt, wie zum Beispiel hier der Wackels Fischi, reine 144 FPS, leise RGB-Beleuchtung, und dann können wir es gerne im Stream zusammen machen und hier wäre auf jeden Fall der beste Anlaufpunkt dafür. Außerdem, wenn wir es dann zusammengestellt haben, werde ich das auf jeden Fall hier auch reinposten und generell, falls es auch ein paar Hardware-News geben wird, wird das hier auf jeden Fall auch reingepostet werden. Falls euch das interessiert, könnt ihr gerne hier mal vorbeischauen. Dann aber als nächstes die Ankündigung, hier wird alles, was ich auf meinem Twitter-Kanal poste, hingeschickt. Das heißt, auch meine ganzen YouTube-Videos und meine Twitch-Videos, weil ich die ja sozusagen schon über einen Bot auf Twitter immer poste. Dadurch werdet ihr hier drin auf jeden Fall über alles benachrichtigt und könnt euch das alles anschauen. Und ist auf jeden Fall ganz praktisch, wenn ihr eben halt auch keine Videos verpassen wollt. Falls bei euch beispielsweise YouTube- oder Twitch-Benachrichtigungen auch buggen, dann werdet ihr hier auf jeden Fall notfalls drüber benachrichtigt. Ansonsten, falls ich auch irgendwelche Community-Umfragen mache, werde ich das auf jeden Fall auch hier drin einmal dann immer posten. Und dann haben wir als nächsten Chat hier noch die Server-Empfehlungen. Dort werden Empfehlungen einfach für Server logischerweise gepostet. Das heißt, falls ihr irgendwie auf der Suche nach irgendwelchen Scrim-Servern, nach Mitspieler-Servern sind, dann könnt ihr auf jeden Fall hier vorbeischauen und das sind auf jeden Fall die Server, die ich so persönlich am besten finde. Darunter gibt es dann natürlich noch die ganz Classic Talks. Hier gibt es als erstes einmal die allgemeinen Talks. Das heißt, je nachdem, auf welchem Rang ihr seid, beziehungsweise in welcher Rolle ihr seid, könnt ihr dann immer in die unterschiedlichen Talks rein. Natürlich Admin-Talk kann ich nur rein und kann euch dann immer sozusagen hochmoven.
Das heißt, falls ich wirklich Lonely Dartserin sein will, dann kann ich da reingehen. Und ja, wahrscheinlich als meisten Benutzer hier dieses Servers können natürlich im Normie Talk gehen. Und falls ihr irgendwann mal etwas Besonderes machen würdet, dann würde ich beispielsweise euch vom Normie Talk dann in Mod Talk hochziehen. Und dann hier in den Fortnite Talks könnt ihr ganz einfach in jeden reingehen. Das heißt, falls ihr dort Duos spielen wollt, dann könnt ihr in Duos Talk reingehen. Dann würde euch auch kein anderer dabei nerven, wenn ihr dort drin seid. Ist auf jeden Fall ganz praktisch. Falls ihr noch weitere Ideen dafür habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann war es soweit dann auch schon mit meiner Servervorstellung. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Wenn es so sein sollte, lasst gerne eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Video. Ciao.